Hassan al-Basri wurde gefragt: Würde sich nicht jemand von uns vor seinem Herrn schämen, wenn er für eine Sünde bereut, dann jedoch wieder zu ihr zurückkehrt, dann wieder dafür bereut und wieder zu ihr zurückkehrt? Er sagte, Hassan al-Basri, der Shaitan möchte, dass du so denkst, höre aber niemals auf, die Vergebung Allahs zu suchen. Allahu Akbar, er hat dir das jetzt auf den Punkt gebracht. Der Shaitan möchte, dass du so denkst, aber höre niemals auf, um was zu bitten, um die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala. Merke dir, lieber Bruder und liebe Schwester, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Barmherzigkeit in der Dunya und in der Akhira geben. Immer wenn wir nach einer Sünde bei Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, dann werden wir diese Sünde bi'idhnillah ta'ala loswerden. Und wenn wir die Sünde dauernd machen und nicht bereuen, dann werden wir zugrunde gehen. Aber wenn wir dauernd bereuen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben bi'idhnillah ta'ala und uns die Sünde löschen. Und Allah azza wa jal, er wird uns in großartige Gärten eingehen lassen, so wie er sagt, subhanahu wa ta'ala, über diejenigen, die um Vergebung bitten. Ula'ika jaza'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Er sagt, der Lohn jener, wer die um Vergebung bitten, ist Vergebung von ihrem Herrn und Paradiesgärten durch Eid von Bächen, ewig darin zu bleiben. Und wie trefflich, wie besonders ist der Lohn derjenigen, die gut handeln. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah, dem Allmächtigen, dem Allvergebenden? Und ich bitte ihn um Vergebung für mich und für euch. Und habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.